Willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, und ich habe hier mal alles abgesucht. Hier gibt es echt keinen. Wenn man hier geht, hier ist gar kein Weg. Ne? Der ist anscheinend hier so. Ne, da ist ja auch Felsen. Aber ich habe da mal geguckt. Vielleicht kann man ja auf seine Flosse springen. Das wäre eine Möglichkeit. Tatsache. Da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen, ne? Da ist tatsächlich ein Weg oben noch weiter. Tja. Und ich habe mal hier den Revolver genommen, aber ich hätte mal, Moment. Ich hätte vielleicht Okay, was haben wir denn hier? so machen sollen. Oh. So endet die Geschichte, wie die Kammerjäger die böse Captain Scarlet besiegten und den Leviathan töteten. Und als die Sonne über Pandora unterging, merkten die Kammerjäger, dass während sie Captain Blades Arsenal suchten, der wahre Schatz stets in ihrem Herzen war. Ende. Na, wie war das? Das Ende war ziemlich kitschig. Ja, irgendwie künstlich, nicht wahr? Und wie? Andererseits, du hast es sehr gut zu Ende erzählt. Für eine kleine Drecksweise. Danke. Ja, keine Ursache. Irgendwer muss diese Story schließlich mal erzählen, wenn ich nicht mehr da bin. Warum nicht du? Ja, ich hab dich lieb, Markus. Das ist schräg. Okay, das lassen wir mal wieder schnell durchlaufen. Ja, wo ist der Schatz jetzt? Ich sollte doch jetzt den Schatz. Aber ich glaube, ich bin dann noch in dem Spiel, ja. Nicht, dass jetzt hier nochmal ein übelstes Monster kommt, ey. Abgeschlossen. Ja, wo ist der Schatz? Hallo? Da ist eine Brücke. Ah, ich verstehe. Nee, ich verstehe nicht. Ist da hinten? Hier muss doch noch was geben. Wo geht's denn dahin? Außerirdische Pyramide. Ja, aber ist hier kein Eingang? Das muss ich jetzt leider erforschen, Leute. Tut mir leid. Ich will wissen, wo das hier hochgeht. Hier ist noch mal eine Brücke. Ich will höher. Aha, ich hab's mir doch gedacht. Na dann. Ich öffne erstmal die Kisten. Na gut, hier ist ja eh bloß Munition drin. Aber die Waffenkisten öffne ich erstmal. Später an. Okay.
So, jetzt sind wir hier wieder. So, was haben wir hier? Ein Schrot. Ein Sniper. Alles jetzt grüne Waffen? Okay. Großer Gott. Oh ja, der ist wirklich gut. Den nehme ich mal. So, dann haben wir hier wieder eine Sniper. Wieder eine Schrot. Und leider wieder nichts mit Heilung oder... Aber die nehme ich mal mit. So. Hier ist noch ein Raketenwerfer. Nehmen wir mal auch gleich mit. Vor allen Dingen alles grünes, grünes Zeug. Da konnten wir alles mitnehmen. Ne, die nicht mehr. Aber da haben wir doch bestimmt noch was Weißes. Ah, hier. Raus damit und raus damit. Eigentlich sollte die raus. So, weg damit. Nehmen wir auch noch mit. Jetzt kommt ja hier die wertvolle Kiste. Wow. Uiuiui. Moment mal. Die rüste ich doch gleich mal aus, oder? Ja, der Revolver. Aber ich will meine gute... Ich weiß, dass die beide... Nehme ich erstmal für den Raketenwerfer. Ja, und eine Schrot. Haben wir noch Platz? Ne, jetzt sind wir voll. So, ach, hier sind ja auch noch Kisten. Uiuiui. Alles blaue Waffen. Oh, jetzt muss ich nochmal aufräumen. Jetzt muss ich nochmal aufräumen. So, dann kommen die doch raus. Der auch. Der auch, der auch. Der auch, der auch. Granatenmod raus. Was habe ich hier noch für Schilder raus? So, mal gucken, ob das reicht. Nehmen wir natürlich erstmal alle mit. Guck dir das an. Gucken wir uns alles später an. Hier sind ja auch nochmal zwei Kisten. Ah, schon wieder voll. So, ich schmeiße jetzt hier, fange an, grüne Sachen rauszuschmeißen. Ist mir egal. So. Das ist unser Alter. Ja, die raus. Muss so ein bisschen auf den Preis gucken. Ja, die kann raus. Die kann raus. Die kann raus. Die kann auch raus. Das dürfte erstmal reichen. Vielleicht finden wir da auch ein neueres Schild. Nochmal alles blaue. Ein einziger gibt's da jetzt gar nicht. Dann kommen die raus. Und die möchte ich schon mitnehmen. Ja, habe ich jetzt gar nicht erst gesehen. Ich dachte, eine Kiste wäre davon. Und ja, mehrere. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier wieder runterkomme.
Und ich habe das von unten nicht gesehen, dass da oben Kisten standen. Ich dachte mir nur, muss doch hier irgendwo noch der Schatz sein. Cool. Ja, hätte ich mal genauer hingeguckt, dann hätte ich es vielleicht gesehen. Oh ja, die ist richtig gut. Endlich mal eine ordentliche Machine Gun. So, Ausgang. Hallo. Von hier sind wir ja gekommen, ne? Von hier sind wir gekommen. Karte. Ah, da hinten. Ne, ich muss zurück. Weil das ist Sackgasse. Ich muss tatsächlich zurück. Den Weg. Ach ja, ich kann ja jetzt den Weg hier oben gehen. Stimmt. Aber komme ich denn überhaupt? Ach ja, da vorne sind ja die Automaten. Ja. Also damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. So, kann ich denn hier schon was verkaufen? Ja, die auf jeden Fall. Die. Unsere alte, ja, die mochte ich nicht so. Eine blaue. Ja, weg. Die auch weg. Die hatte ich ewig aufgehoben, ne? Ja, ich nutze aber sowieso keine Schrot, glaube ich. So, Raketenwerfer, da wollte ich jetzt eigentlich mal. Ja. Nett. Wir waren ja tatsächlich noch grüne dabei. 3x6000, 3x4000. Ja, das ist der auf jeden Fall schlechter. Das ist unser Alter, der kann auch mal weg. Die prüfe ich dann noch. Okay. So, ich hoffe mal, der vergleicht das gleich mit meinem Schild. Ja, das hebe ich auf jeden Fall trotzdem auf. Das kommt dann im Tresor rein. So, dann ist das schlechter. Das hätte mehr. Aha, aha. Ist jetzt aber auch nicht so mein Ding. Das auch nicht. Das auch nicht. Auch nicht. Das war's schon. Okay. So, jetzt gucke ich mal. Ich habe jetzt hier zwei Pistolen ausgerüstet. Das ist ja auch nicht so das Gute. Eigentlich müsste hier eine. Ach nee. Kann ich so lassen erstmal. Okay. Willkommen in Dr. Zeds tragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? Ist auch nichts Besonderes. Ich suche ja noch ein Schild, was lila ist.
Okay. Ach, hier geht's dahin. Okay. Ja, dann müssten wir doch eigentlich Leviathan. Aber man kann da auch jederzeit wieder hin. Bin ich denn hier überhaupt? Okay. Ach, hier unten. Das habe ich gar nicht geguckt, dass hier oben sowas ist. Sind wir wieder in der Stadt hier vorne. So. Du bist der Hammer. Schatzjäger. Cool. Ich verbringe gerne Zeit mit dir. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Ein Hyperion-Ingenieur ist in der Wüste größenwahnsinnig geworden. Vielleicht haben die Alien-Dinger auf diesem Planeten seinen Geist verwirrt. Keine Ahnung. Hier mein Plan. Du pumpst ihn mit Kugeln voll und er stirbt. Aber sei vorsichtig. Er ist sehr stark. Du musst vielleicht ein paar Freunde mitnehmen zur Unterstützung. Ein paar Freunde. Und hier ist jetzt auch wieder eine Mission. Captain Blade erbaute den Magnus-Leuchtturm wenige Jahre vor seinem Tod. Seine Notizen besagen, wenn man den Kompass auf den Leuchtturm bringt, zeigt er einem, wo der Schatz liegt. Andererseits stand in Blades Notizen auch, dass der Planet von vernunftbegabten Bratwürstchen regiert wird. Er war nicht mehr ganz dicht am Schluss. Mhm. Das heißt, es geht hier noch weiter. Ja, geil. Sind hier noch nicht fertig. So. Das ist mein Schiff. Da hatten wir ja jetzt die letzten zwei Parts, den letzten Part. Ja, letzten Part, ne, hatten wir ja eigentlich. Hier kann ich nicht, doch, hier kann ich durch. Wo geht's denn da hin überhaupt? Sehe ich jetzt hier gar nicht. Ach so, nach Wurm. Klar. Wurm war da. So. Jetzt muss ich wohin? Hier hinten hin. Ich glaube, da hätten wir auch reisen können, aber naja, gut. Ja, ja, schieß doch. Da kann ich nicht weiter. Das heißt, ich muss. Moment, hier muss ich hoch. Wo geht's hier rein? Wo komme ich hier hoch? Ist hier wieder eine Leiter irgendwo? Hier. Extra hier so ein Ding für den Speicherding gebaut. Ich zermach nichts, Hundekuh. Leck.
kommt doch. Mich schaffst du nicht. Ja! Das verfluchte, verdammte Schilde! Das Dreck! Das war cool! Ah, die ist gut. Die ist sehr gut. Gefällt mir. Ah, es tut weh, ne? Oh Gott! Ich muss kommen! Ich mach ein menschliches Sandstück aus dir! Das hört sich nicht gut an, meint ich mal so nah dran. Du aber nur nah dran. Dann noch ein bisschen Muni für mich. Außer Geld. Na gut, dann nicht. Wir müssen sogar noch eins weiter. Wieso leuchtet das hier? War hier eine... Ach so, eine Tür. Doch, hier waren wir schon. Gucke ich mal, in welcher Region ist denn eigentlich. Die mache ich jetzt. Und die müssen wir dann noch machen. Was? Hyperius, der Unbesiegbare? Hm. Ja, aber erstmal die Nebenmission. Hier hätten wir auch herreisen können. Ja. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Mir ist nichts ins Auge gefallen. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ah ja, genau in die Mitte. Okay. Da oben. Ah, jetzt kommt die ja wieder. Zeit zu sterben! Okay. Ich liebe mein Geschütz. Autogun poliert ihnen die Fressen. Was? Sie sind wieder angerannt? Alter! Leider Mist! Gewundert, der so langsam war bei den schweren Dingern. So, ich habe aber hier vorne... Hier war das. Na gut. Ich muss unbedingt einen Schnitt machen. Ja, ich nehme mal wieder alle möglichen Waffen mit. Iridium 118 schon. Cool.
Na gut, dann sage ich mal an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Borderlands 2 DLC. Es geht hier immer noch weiter. Und ich sammle hier jetzt noch ein bisschen hier vorne. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.